hallo, Hunter. Ist dir kalt, Magic? Könnte man sagen. Ich starre in den Nachthimmel und versuche, darauf zu kommen. Worauf zu kommen? Du bist scharfsinnig, Hunter. Sag du es mir. Ich kann keine Gedanken lesen, Magic. Red Klartext. Weißt du, Hunter, ich mag es, dass du kein Bullshit duldest. Nicht einmal von mir. Rede nicht in Rätseln. Sag mir einfach, was dir auf dem Herzen liegt. Aber ich mache mir über etwas ganz anderes Sorgen. Über was denn? Als ich das transdimensionale Tor für dich aufgehalten habe, habe ich gespürt, dass bei den Docks etwas bei dir war. Etwas Dunkles, Vertrautes. Was hast du gesehen, Illyana? Nicht gesehen. Ich sagte, gespürt. Aber das war nicht alles, was ich heute gespürt habe. Ach. Im Limbo hat sich etwas verändert, aber es ist diffus und unklar. Ich weiß nur, dass mir das alles merkwürdig vertraut vorkommt. Und wenn man als Kind nur Finsternis und Verzweiflung kannte, ist das warme, wohlige Gefühl der Vertrautheit kein Warnzeichen, sondern eine Warnglocke. Ich weiß, was du meinst. Gefahr ist etwas, mit dem ich mich ein wenig zu wohl fühle. Erinnert mich an meine Mutter. Das hat fast schon etwas Tröstendes. Ja, du verstehst es. Das tun nicht viele. Ich möchte jetzt mit meinen Gedanken allein sein, Hunter. Ich muss noch viel nachdenken und versuche zu verstehen, was ich bei den Docks gespürt habe. Und diese energetischen Veränderungen im Limbo. Falls mir das gelingt, gebe ich dir Bescheid. Also ich lese auf ihrem T-Shirt Dark Tide. Glaube ich. Ruf der Olle Romantiker. Wenn es funktioniert. Fünf Meter gelaufen, wieder im Zimmer eingesperrt. Geht noch besser, Jungs. Es geht noch besser. Ich finde mein Hautton ein bisschen zu ungesund. Hallo, selbst das Spiel weiß, dass Hufeisenbad episch ist. Einige Helden können im Gemeinschaftsraum mit Hunter abhängen. Dadurch steigerst du das Freundschaftslevel zwischen Hunter und einem Helden deiner Wahl. Eine ominöse Präsenz wagt sich in diese Hallen. Oh, du bist es. Hallo, Hunter. Tja, was wird Blade mögen? Meditation, Lesen am Feuer oder Kartenspielen? Lass mich raten, wir reden jetzt in weiter Meditation. Ich muss jetzt mal was loswerden. Sag es ruhig. Ich kann Vampirfilme nicht ausstehen. Warum nicht? Was denkst du? Sie nehmen blutrünstige Mörder und stellen sie als tragisch und missverstanden dar. Vielleicht machen Vampire über sich selbst Filme, um Mitleid zu erheischen. Das dachte ich früher. Ich war eine Woche in L.A., um das herauszufinden. Und? Vielleicht war das früher so, aber jetzt? Die Studios probieren nur aus, was ankommt. Mehr nicht. Gab es deshalb diese Filme über, wie hat Nico sie genannt, Glitzervampire? Weißt du, die mochte ich sogar. Hätte ich nicht gedacht. Warum nicht?
Glitzervampire gibt es nicht. Für mich war das Fiktion. Obwohl, ich habe zu den Wölfen gehalten. Das sollten wir wiederholen. Freundschaftsbelohnung. Konversation, Aktivität gelebt. Ich habe neues Tanktop bekommen. In schwarz. Und eher einen neuen Badeanzug. Es hat sich gelohnt. Mehr Freundschaft mit Blade. Aber da muss ich mal echt gucken, wie viele Dialoge es geben wird am Ende, ey. Also ich denke schon, dass es ein paar Brüller geben wird. Es gibt auch übrigens Spezial-Events bzw. Abhängorte, die du auf der Abtei finden kannst. Die kannst du dann einmal verwenden, um einen besonderen Bonus zu bekommen für die Freundschaftssteigerung mit jemandem. Also es gibt einen Picknickplatz, den du zum Beispiel finden kannst. Die Glitzervampire sind natürlich Twilight und da gebe ich auch zu, ich habe die Bücher gelesen und deshalb finde ich die Filme natürlich kacke, weil die Filme den Büchern viel nachhängen. Außer der letzte Film war das letzte Buch war scheiße. Ich muss nochmal kurz überlegen, auf welcher Taste war denn sie, waren die Kräfte uns. Ah ja, Leertaste. Öffnen. Schön zu sehen, dass du dich langsam an die Worte der Macht gewöhnst, Hunter. Solltest du unsere kleine Untersuchung der Abtei fortsetzen, sind sie entscheidend für deinen Erfolg. Untersuchung? Ein Nebenprojekt, aber ein potenziell transformatives. Mit meinem Segen hat Wanda daran gearbeitet, das vielleicht mächtigste. Okay, was in aller Welt machst du denn hier drin? In der Bibliothek stehen? Ich habe dir freie Hand gegeben, damit du wieder auf die Beine kommst. Aber nicht, damit du so etwas abziehst. Ich? Was genau glaubst du denn, was ich hier mache? Tu nicht so. Das steht dir nicht. Du weißt, wie schwer alles seit Agathas Verlust ist. Aber du hast entschieden, noch Salz in die Wunde zu reiben? Oh, Sarah. Ich würde nie... Daran habe ich hier nie gedacht. Natürlich nicht. Jetzt ist es zu spät. Warum sollte ich dir auch im Weg stehen? Da ist er wieder, mein Obi-Wan. Die Wut war nicht gegen dich gerichtet, das weißt du, ja? Halte es Sarah nicht vor. Sie verbirgt ihre Gefühle. Aber du weißt, dass sie mit dem kämpft, was passiert ist. Warum versteckst du dich vor ihr? Bei den meisten Menschen wachsen die entscheidenden Beziehungen ihres Lebens über Jahr und Tag. Sarah und ich haben jahrhundertelang diese Welt erkundet, das Dunkel bekämpft, den Aufstieg und Fall von Nationen miterlebt. Und alles gemeinsam überdauert. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Es ist schwer zu verstehen, aber sie braucht diese Zeit. Wanda wegschicken, die Bibliothek versiegeln, der aufwendige Schrein. Sie hat keine Zeit dabei verschwendet, zu begraben, was passiert ist. Stimmt. Ich verstehe das nicht. Es liegt nicht an mir, mich zu offenbaren. Es liegt an ihr, zu akzeptieren, was passiert ist und die Trauer zuzulassen. Dann erst sehen wir uns wieder. Ich vertraue darauf, dass du das Richtige für Sarah tun wirst. Also, wonach suchst du hier? Ja, wir sollten auf den eigentlichen Grund zurückkommen, warum ich dich gebeten habe, mich hier zu treffen. Wandas Tagebuch. Das Abteigelände hat eine lange Geschichte. Viele seiner Geheimnisse bleiben auch jetzt noch verborgen. Sogar dir? Sogar mir. Wanda hat das Gelände erkundet und nach der seltsamen Energie gesucht, die wir beide spürten. Wanda wusste, dass Sarah dich nicht wecken wollte, um die Sache zu untersuchen, und fand, sie könne deinen Platz einnehmen. Da sie ein schlaues Mädchen ist, sind ihre Notizen natürlich in einer alten transianischen Chiffrierung verfasst, die ich gerade erst zu verstehen beginne. Wirf einen Blick auf den ersten Eintrag. Um die Geheimnisse der Bibliothek
zu offenbaren. 3. Juni 1710. Meine Wertschätzung und Bewunderung für Agatha haben mich anfällig gemacht für verloren geglaubte Gefühle. Ich will sie an meiner Seite. Ich wünsche mir ihren Beistand in dem, was uns in den kommenden Jahren bevorsteht, auch wenn es egoistisch sein mag, diese Risiken zu teilen. Ich bin in genau der Position, für die ich Lilith einst kritisiert und verurteilt habe. Und ich schäme mich, als Blood-Nachkommen sind wir nicht bestimmt, Kinder in diese Welt zu bringen oder zu lieben, so wie sie. Wie ich Agatha liebe, war es falsch, Lilith so harsch zu verurteilen oder liege ich nun falsch? Sich dem zu stellen ist schwer. Ich habe mich ertappt, ebenso bei Agatha sein zu wollen wie Lilith bei Gregor und ihrem Kind. Eine Familie zu haben, zu lieben und geliebt zu werden. Das Caretakers Tagebuch. Aber ich selbst habe ja auch ein Tagebuch. Hunter, hallo. Hallo. Arkanes Wissen 1. Plus 25% Bonusressourcen durch aufgenommene Gegenstände. Ich muss zurückbringen, was ich vom Altar genommen habe. Der Schaden, den ich verursacht habe, kann nur rückgängig gemacht werden, wenn alle Elementarstäbe zurückgebracht wurden. Hand des Arkanes Level ist geschehen. Der erfolgreiche Einsatz von Worte der Macht, das Erforschen des Abteigeländes und sogar das Streicheln von Charlie gewähren Arkanes Wissen, das Hunters Arkanes Level steigern kann. Je höher das Arkane Level, umso mächtigere Belohnungen erhält Hunter auf dem Abteigelände und aus Arkanen Truhen. Klar, es erscheint immer noch etwas kryptisch, aber Wanda war definitiv an etwas dran. Du erinnerst dich an meinen Altar? Er war der Schauplatz ihrer Experimente. Eine Untersuchung, die Experimente beinhaltet? Warum habe ich das Gefühl, dass du mich in Schwierigkeiten bringen wirst? Seit wann ist das ein Hindernis für dich? Treffen wir uns draußen vor dem Altar. Ich werde versuchen, von dort aus besser zu erklären. Charlie wird dir den Weg zeigen, wenn du ihn vergessen hast. Ist Charlie jetzt eigentlich ein gutes Mädchen oder ein guter Junge? Weil er hat jetzt, glaube ich, gutes Mädchen zwischendurch mal gesagt. Aber du merkst einfach an der, sag ich mal, an dieser Abteiwelt und so weiter, dass das einfach nicht deren Hauptthema war bis jetzt. Sag ich mal, so eine, in Anführungsstrichen, offene Spielwelt zu schaffen, halt wie Charaktere von den Animationen und so weiter, ne, dran sind. Es ist halt jetzt nicht eine Katastrophe geworden, aber man sieht halt schon so ein paar Unzulänglichkeiten, ne, auch. Ne, wie das Laufen aussieht und so Geschichten. Vor allem, warum der jetzt automatisch immer schnell läuft, ist auch ein bisschen merkwürdig. Jetzt sammle ich hier irgendwie Eisenhut auf. Für irgendeine Regenz, für irgendeinen Trank nachher, glaube ich, war das. Wie bei fast allem hier steckt auch hinter diesem Ort mehr, als man denkt. Erinnerst du dich an die Worte, die ich dir als Kind beigebracht habe? Muss ich sie wirklich aufsagen? Tu einer alten, toten Frau den Gefallen. WWF ist echt. Ah. Hokus Pokus. Ach, du hast es nicht verlernt, Liebes. Die Worte mögen simpel sein, aber diese Sockel zeigen sich nicht jedem. Jeder repräsentiert eins der Grundelemente, deren Kraft nur durch die Elementarstäbe aktiviert wird, die normalerweise darin enthalten wären. Und wo sind diese Elementarstäbe jetzt? Leider in alle Winde zerstreut. Eine Nebenwirkung von Wandas Experimenten hier. Lass mich raten. Ganz recht. Ich möchte, dass du die fehlenden Stäbe findest und sie herbringst. Wenn ich Wandas Tagebuch entschlüssele, werden ihre Notizen hoffentlich bei der Suche helfen.
Aber du hast mir nicht gesagt, was der eigentliche Zweck ist. Weswegen machen wir das alles hier? Alles zu seiner Zeit, Liebes. Nach dem, was mit Wanda geschehen ist, solltest du es langsam angehen lassen. Denk bitte nicht zu viel über dieses kleine Projekt nach. Wir haben keine Eile. Und schwamm drüber, wenn es dir nicht gefällt. Aber noch eine Sache, bevor ich zurück in die Bibliothek gehe. Ein arkaner Schlüssel? Nur eine Kleinigkeit als Anerkennung für deine bisherigen Bemühungen. Der Schlüssel öffnet die Truhe in deiner Nähe. Wie so viele andere Merkwürdigkeiten hier, neigen diese Truhen dazu, vor denen zu erscheinen, die sie am meisten verdienen. Werde diese Person. Das scheint absichtlich vage zu sein. So macht es mir Spaß. Ich bin in der Bibliothek und arbeite an den Übersetzungen, wenn du mich brauchst, Liebes. Viel Glück. Liebes. Na okay, für sie bin ich auch immer noch ein Kind. Vielleicht sollte ich das woanders probieren. Ach so. Das funktioniert nicht. Die alte Magie ist noch da. Achso, du tippst. Nee. Ja, irgendwas. Es gibt irgendein Problem mit dem Schnelllaufen. Manchmal aktiviert sich das automatisch, dass du sofort schnell läufst. Dann musst du einmal wieder auf Tab, ein bisschen was auf Shift gehen und dann läuft er wieder normal. Komisch. Suche auf dem Abteigelände nach arkanen Truhen und schließe sie mit arkanen Schlüsseln auf. Arkane Truhen regenerieren sich mit der Zeit. Kehre also gelegentlich zurück, um nachzusehen, ob du eine Truhe erneut öffnen kannst. Je höher dein arkanes Level ist, umso bessere Belohnung erhältst du über die Truhe. Auch was sie versäumt haben, wo ich aber auch angemerkt hatte, als ich vor Ort war, wie wär's denn, wenn man sich auf der Karte sehen würde? Wo man gerade ist. Die Erkundung des Abteigeländes ist von nun an optional. Du kannst ihr ab sofort unabhängig von der Haupthandlung nachgehen. Wenn du dazu bereit bist, kehre zu deinem Zimmer zurück und lege dich schlafen, um den nächsten Tag zu gestalten. Das ist übrigens jetzt, du könntest jetzt einfach zurückgehen wirklich zu deinem Zimmer und du musst null machen auf der Abtei. Das ist wirklich eine komplett optionale Geschichte, die natürlich einen gewissen Vorteil bringt, weil du ja ein paar Sachen findest. Auf einer Abtei gibt es zahlreiche Orte, die als Zuflucht dienen. Sobald du eine Zuflucht entdeckt hast, kannst du dort tagsüber mit einem Helden abhängen und erhältst Freundschaftsbelohnungen dafür. Jede Zuflucht kann nur einmal benutzt werden, jeder Held kann im Verlauf des Spiels nur eine Zuflucht aufsuchen. Könnt ihr wahrscheinlich auch denken, es gibt unterschiedliche Zufluchten, die für unterschiedliche Helden die richtigen sind. Muss halt auf Basis deines Wissens dich richtig entscheiden. Dann kriegst du auch den besten Bonus für das Voranbringen der Freundschaft. Oshtur führt meine Hand. Das sieht aus wie ein Feenring. Ja, und hierfür brauchen wir schon das nächste Zeichen. Die Göttin muss beschäftigt sein. In dieser Wand sind Risse. Ich
Der Eremit. Namor führte seinen Dreizack mit Kraft, doch mäßigt seine Stärke unter Wasser. Diese Karte verkörpert Einsamkeit und das Finden von Antworten in sich selbst. Ein Elementarstab. Ich sollte ihn zum Altar bringen. Der Luftstab. Die Muster passen nicht. Was hatte Wanda hier vor? Aber man kann ja auch nicht hüpfen oder sonst irgendwas in die Richtung, ne? Da hatten sie wohl Angst, dass man ein paar Sachen umgeht. Das Rad des Schicksals. Domino weiß genau, in welche Richtung sich das Rad drehen wird und gibt dem aufmerksamen Beobachter der Spielkarten einen Hinweis mit einer dezenten Geste. Diese Karte verkörpert Glück, Zufall und zukünftige Möglichkeiten. Und übrigens bei den Tarotkarten, keine Ahnung, warum man die sucht oder finden sollte. Ist halt einfach sie sieht da. Es nicht passieren. Wir sammeln jetzt erstmal ein paar Sachen ein auf dem Gelände, wo wir schon hinkommen. Der Tod steht vor dem schwarzen Vortex und lockt mit uns mit seinem Ruf in den Abgrund, umgeben von den geweihten Infinity-Steinen. Diese Karte verkörpert Transformation und den Beginn einer neuen Lebensphase. Ich hoffe, ich verpasse jetzt keinen der Wege. Man kann hier schon mal schnell was übersehen. Da war ich heruntergelaufen. So, das war der, ich glaube, Whisperwald. Ja, davon gibt es mehrere Statuen, denen wir unseren Respekt erweisen müssen. Von Jeremiah Kane, einem weiteren Wirt des Spirit of Vengeance. Ob er als Ghost Rider genauso hin und her gerissen war wie Robbie? Ja, ich glaube, wir können am Anfang noch nicht alle Statuen erreichen. Beim Super. In der Abtei darfst du nur normal laufen. Das wäre eine super Entscheidung. 5. August 1710. Ich rufe mir immer wieder ins Bewusstsein, dass das Kind mit 16 Jahren noch sehr jung für so viel Macht ist. Doch trotzdem verliere ich manchmal die Beherrschung. Dieses Kind, fast erwachsen, macht rasante Fortschritte. Die Ausbildung verläuft gut und ich bin optimistisch, was den Kampf gegen Lilith angeht. Doch es gab Wutanfälle. Wenn wir diese nicht unter Kontrolle bringen, könnte es Kollateralschäden geben. Auf dem Papier klingen diese Worte harsch. Doch sie sind meine Realität. Agatha und ich haben Möglichkeiten zur Kontrolle dieser Macht besprochen. Doch noch hat nichts geholfen. Mein letzter Versuch ist ein Schutzband in Form eines geschmiedeten Halsbands. Habe ich Erfolg, hilft das nicht nur dem Kind, seine Energie zu lenken, sondern schützt es auch davor, von Lilith oder ihren Schergen gefunden zu werden. Wir werden sehen. So viel übrigens dazu, dass wir dieses Halsband tragen. So, das mit den Zeichen hier, das habe ich vorhin mal zwischengesichert im Stream. Wie gesagt, die braucht man später für den Code, aber ich weiß nicht mehr genau, wo.
kommt halt noch. Die Bibliothek hat diese frische Zauberschlacht-Aura. Wieder ein Helden, der regeneriert 33% der maximalen Gesundheit kostenlos. Ich denke mal, das ist ein Gegenstand, den du ins Deck reinmischst. Du hast ein Meisterwerk gesammelt. Zusätzlich zu Gemälden, die bereits in der Abtei hängen, finden sich Meisterwerke auch auf dem Abteigelände. Weil wer kennt's nicht? So ein Meisterwerk kann auch mal zwischen Lehm und Dreck auftauchen. Das gehört einfach dazu. Sie glaubt an unser Ziel. Der Hang der Träume. Dass wir so eine kaputte Wand. Ich weiß übrigens noch nicht, wofür ich die Nüsse und sowas brauche. Ich nehme sie einfach mal mit. Kann nicht verkehrt sein. November 1712. Lilith ist nicht mehr das Licht, das sie einst war. Alles, was bleibt, ist Finsternis. Finsternis, die das Gesicht der Frau trägt, die ich einst meine Mutter nannte. Ich bin bereit, mein Leben zu geben. Denn wenn ich nicht handle, werden zu viele Unschuldige ihr Leben verlieren. Nur einer von uns kann den Sturm, der uns bevorsteht, überleben. Das werde ich sein. Ich spüre es. Die Zeit ist gekommen. Voller Tipps und Tricks ist die vierte Jahresschrift Pflichtlektüre für alle Sammler-Enthusiasten. Zusätzlich Lieferkosten fallen an. Ich glaube, das sind... Faszinierend. Weidenkonstrukte, wie ein Blair Witch Project. Aber ich glaube, es waren wirklich Blueprints, weil du kannst ja später noch Sachen zusammenzimmern. Beziehungsweise sinnvolle Gegenstände herstellen. Ich hoffe nicht, dass wir in der Abtei dann Sachen einsammeln müssen die ganze Zeit, um diese Gegenstände herzustellen. Aber es sieht eigentlich gerade so aus. Angefertigte Caretaker-Puppe. Caretaker hat sich nie mit dem Gedanken angefreut, als Puppe verewigt zu werden. Caretaker sprach kaum über ihn. Aber ich stelle mir meinen Vater gern als Helden vor, dessen Geist diese Wälder beschützte. Rätselgegenstand. Wir hatten ja diese Tagebuchseite, wo es um die Puppen geht, die ich verteilt haben soll. Als Kind hat mich dieser Ort hier magisch angezogen. Irgendwie hatte ich ihn fast vergessen. Ich weiß noch, wie ich diese Puppen gemacht habe. Eine für jeden. Vielleicht sind die anderen noch irgendwo hier. Da sind die auch bestimmt und ich habe ja schon eine gefunden. Was ist das? März 2020 und das Grab wird sich schon seit geraumer Zeit nicht mehr gekümmert. Ich bin wohl die Einzige, die dieser Tage hier noch vorbeischaut. Also Wanders Tagebuch. Von daher, ich kann das verstehen. Es ist einfach so traurig. Das war vor hunderten von Jahren. Doch hier ist nach wie vor so viel Schmerz zu spüren. So ein Verlust, Ehemann und Vater. Geht nicht einfach weg. Vielleicht ist das der Grund, weshalb alles so gekommen ist. Verblüffend. Ah, hier waren wir ja. Ich sehe, da oben leuchtet was. Ich hoffe, es ist okay, dass ich mich gerade noch ein bisschen umgucke. Agatha bringt mich immer zum Lachen. Meine Tante ist sehr ernst, immer. Manchmal erhasche ich,
wie sie wie ein kleines Mädchen lächelt, aber nur, wenn sie bei Agatha ist. Bei mir ist sie nur ernst, die Art, wie sie mich manchmal ansieht. Ich denke nicht, sie weiß, dass ich es sehe. Also ich denke nicht, dass sie weiß, dass ich es sehe. Aber das tue ich. Sie hat Angst. Angst, dass ich wie meine Mutter werden könnte. Kleine Grabsteine, die die geliebten Haustiere der Abtei würdigen. Cleo. Die fröhliche Hügelspitze. Dieser Schutt ist lose. Ja, super. Bringt mir nur nichts. Ah, verstehe. Ich bin mir nicht sicher, ob du das verstehst, aber okay. So, hab keine Schlüssel mehr. Aber man soll wenigstens rangehen, weil dann werden die Karte hinzugefügt. Ah, man sieht ja Hunter doch. Aber jetzt gerade vorhin habe ich noch. Ach so, weil ich da ganz unten links war. Und du hast wenigstens Schnellreisepunkte dann. Man kann sich also doch ein bisschen orientieren an der Karte. Entschuldigung, ich habe vorhin nur meinen Punkt nicht gesehen. Eins der wenigen Werke über Wald- und Wiesenmagie, die dem Thema von den nötigen Respekt zollen. Das ist meine Puppe. War ich wirklich jemals so unschuldig? Vielleicht vor meinem Training. Das ist ein Hexenzeichen. Ha, das wäre es gewesen, ne? Wenn da was gewesen wäre. Tagebuch von Hiram Shaw. Heute habe ich mit Hilfe meiner loyalen Gefolgschaft die Arbeit am Fundament dieses Gotteshauses fortgeführt. Ich wusste, ich wurde aus einem Grund zu diesem Fleck gerufen und oh Lob, ich habe ihn gefunden. Diese Seite, die ich freigelegt habe, ist kein gewöhnliches Pergament. Sie flüstert mir zu, ruft mich auf, meinen Einfluss auszuweiten und diese Worte mit den Menschen dieses Dorfes zu teilen. Wenn er ruft, höre ich, bin ich doch... Wenn er ruft, höre ich, bin ich doch sein treuer Diener. Die Seite flüstert zu mir und ich weine vor Freude. Sie ist das deutlichste Beispiel seines Wirkens, das ich je erlebt habe. Es ist etwas. Ja, ich dachte eigentlich würde... dadurch was finden. Ja, man sieht halt hier schon an der Verteilung, dass hier recht viel ist auf dem Gelände. So. Da komme ich nicht weiter. Nach da unten komme ich aber. Die Steinterrasse. Haben die sich gedacht, okay, das Erkunden ist vielleicht doch nicht das Geilste am Spiel und weil auch Hunter so komisch läuft, wir machen einfach nochmal einen Tick schneller, damit man wenigstens schnell die Sachen absuchen kann.
um alles zu bekommen. Meine alte Festung. Caretaker war außer sich, als sie davon erfuhr. Ich frage mich, wovor sie wirklich Angst hatte. Du hältst aus Arkantruhen eine kosmetische Belohnung mehr. Ich habe meine Mutter nie wirklich kennengelernt. Nur das Monster, das aus ihr wurde. Die Steinstelen. Hier ist mächtige Magie am Werk. Na, irgendwann werden wir auch irgendwas mit den Steinen machen müssen. Möglicherweise. Die Hohepriesterin Tarotkarte. Eine Truhe, mit der wir gerade nichts anfangen können. Rezeptbuch, mäßige Skill-Essenz, Rune der Aggression. Aber ich sammle schon alles ein, was ich noch gar nicht brauche. Passt schon. Aber ich finde hier wenigstens einen weiteren Ort. Die erdige Waldwiese. Hier kann ich bestimmt Blade meinen Schnucki einladen. Hunters Tagebuch. Wir haben nicht viel Zeit, bevor Liz Schatten auf diesen Boden fällt. Bis dahin muss ich weiter trainieren. Ich muss weiter werden, wer ich bestimmt bin zu sein. Ich bin Hunter. Ich werde jagen. Das ist die zweite Statue. Hier liegt die große Seherin Endra Moore begraben. Ähnlich wie Nikos Kräfte waren auch ihre kurz davor, eine gefährliche Grenze zu überschreiten. Aber sie war eine der loyalsten Midnight Suns. Ich wollte noch gucken, ob ich irgendwas übersehen habe, aber das Gebiet hier ist ja relativ gut überschaubar. Wo ist das nächste Mondsiegel? Wo ist das nächste Mondsiegel? Ja, gute Frage, nächste Frage. Ich denke mal, ich werde da auch irgendwas kriegen, um die zu aktivieren. Aber da wird mir wahrscheinlich... Da wird mir wahrscheinlich meine... Sarah ist es, ne? Ne, Agatha. Agatha wird mir da wahrscheinlich helfen, letztendlich. Hier ist ja der Übergang, da können wir noch nicht rüber. Da wird wahrscheinlich auch später irgendwas kommen. Vielleicht stammt das von einer Hexe aus dem Zirkel von Salem. Wir sind in der Nähe von Salem. Tagebuch von Hiram Shaw. Die Menschen von Salem reihen sich heraußen auf. Vielleicht war das Glas Wein schon zu viel. Geifer nach der Gelegenheit, Teil dieser Gemeinde zu sein. Ich könnte nicht zufriedener damit sein, wie viele in diesen Mauern nach Wahrheit suchen. Mit Chetons Unterweisung und der Kraft dieser Seite werde ich sie befreien. Ich bin der Auserwählte und ich preise Cheton dafür, mir diesen Segen und diese Macht zuteilwerden zu lassen. Und doch, wo Licht ist, sind jene, die sich ihm widersetzen. Ein Hexenzirkel stellt uns nach, blendet meine Herde und seht die Saate des Misstrauens. Sie werden aufgehalten werden. So viel dazu. Es gibt zum Glück ein Schnellreisesystem. Wir wurden ja damals beim Bloodtor auch zurückteleportiert, wobei es hier ja noch einen Weg weiter gab zur Seite. Ah ne, stimmt gar nicht. Also stimmt schon.
Aber sind ja doch hier rausgelaufen. Dann kamen wir hier an der Seite raus. Hier draußen gibt es anscheinend wirklich bayerisch für hier draußen. Mein Gott. Ich denke nicht, dass Salem von Bayern bewohnt wurde. Aber in München ist ja die 2K-Zentrale. Vielleicht hat deshalb eine Übersetzungsfirma aus Bayern das gemacht. Also die deutsche Zentrale. Johnny Storm springt hell lodernd in den Himmel und stellt seine außergewöhnliche Kraft mir mit bemerkenswerter Kontrolle zur Schau. Diese Karte verkörpert ein Übermaß an Energie sowie Optimismus und Freude. Wer weiß. Die unheimliche Einöde. Keine Sorge, wir haben gleich die Areale abgegrast, die ich zurzeit erreichen kann. Falls ihr schon ermüdet seid, ich versuche mich zu beeilen beim Absuchen der Sachen. Oh, guck mal, eine Höhle. Oshtur lächelt auf mich herab. Mit einem Feuer, was... wahrscheinlich nicht da unten brennen würde, aber ist auch egal. So, da links runter geht's zum Pavillon, beziehungsweise, ich glaube, zum Brunnen. Nicht zum Brunnen, zu dem Ort, wo man baden kann. Hier ist nochmal ein Gemälde. Ach, hier ist der Trainingsraum. Das ist das. So, hier waren wir auch noch nicht. Ja, warum waren wir hier nicht, was hier nichts gibt? Da sind die Risse in der Wand, das können wir nicht öffnen. Da war der Altar, da waren wir ja. So, ich denke, damit sind wir erstmal durch. Moment mal. Ich darf keinen Reisepunkt setzen. Ich sehe, du hast einen der Elementarstäbe gefunden. Hab ich. Wenn du weitermachen willst, kannst du gerne nach mehr suchen. Wie ich sehe, hast du eine weitere unserer mystischen Landmarken gefunden. Das sind die Steinstelen. Deine Blattvorfahren haben sie benutzt, um mit den Urgöttern zu sprechen. Wie soll das funktionieren? Angehörige der Blatt versammelten sich zwischen den Steinen und begaben sich in meditative Trance. Sie meinten, die Götter würden ihre Gedanken hören, doch die Blatt wussten niemals sicher, wer am anderen Ende lauschte. Einige der alten Texte scheinen sich auf in die Steine eingravierte Glyphen zu beziehen, die im Laufe der Zeit verblasst sind. Könnte man sie denn trotzdem wieder lesbar machen? Genau das habe ich auch gedacht, Hunter. Ich glaube, die Glyphen sind noch hier.
Sie brauchen nur die richtigen Worte der Ermunterung, wenn du verstehst, was ich meine. Was weißt du über die Mondsiegel? Angeblich von den Göttern selbst geschmiedet. Ich glaube, ein Mondsiegel ist sowohl Schloss als auch Schlüssel. Setzt die richtige Person die richtige Kraft ein, wird die Energie des Siegels freigesetzt und erschafft eine Verbindung zu den Urgöttern. Bin ich diese Person? Noch einer der Vorteile, wenn man von dem Blatt abstammt. Hast du ein Glück. Woher kamen die Worte der Macht? Ich bezeichne die Worte der Macht oft als Segen oder Geschenke der alten Götter. Doch sie sind eigentlich mächtige Anrufungen der einzigartigen Energien in den Nachkommen der Blood. Und Caretaker hat die Worte auch genutzt? Natürlich, Liebes. Sarah hat die Worte der Macht auf dem Abteigelände genutzt, genau wie du heute. Viele der Bereiche, die du siehst, scheinen empfänglich für diese Zauber zu sein. Das ist das Ergebnis von Sarahs vielen Aktivitäten. Du hast vorhin etwas über die Blood gesagt. In einer Welt voller Geheimnisse haben die Blood geschafft, noch geheimnisvoller zu bleiben als die meisten. Sie waren ein uraltes Volk, geboren aus den Urgöttern, heißt es. Meinem Verständnis nach haben sie ihre Blutlinie sehr strikt bewahrt. Aus diesem Grund hört man vermutlich nicht oft von ihnen. Und doch bist du hier, einer ihrer direkten Nachkommen. Gibt es noch andere? Durchaus möglich. Aber auch wenn es sie gibt, wissen sie es vielleicht nicht einmal selbst. Irgendwie tröstet mich das. Was sie nicht wissen, macht sie nicht heiß. So ist es. Nach unserem letzten Kampf, was ist da mit Lilith passiert? Du warst im Wald. Es kam offensichtlich zu Handgreiflichkeiten zwischen dir und deiner Mutter. Aber wir fanden keine Wunden, keine Hinweise darauf, was überhaupt passiert ist. Eine stumme, tödliche Umarmung von Mutter und Kind. Wir hofften, ihr würdet Frieden im nächsten Leben finden. Aber sie ist nicht hier begraben. Nein, wir haben sie den Rittern von Wondergore anvertraut, den alten Beschützern deiner angestammten Heimat in Transia. Sie hatten wohl nicht mit einer Organisation wie Hydra gerechnet. Und Lilith hat sicher keine überlebenden Zeugen ihrer Auferstehung verschont. Was sollte Wanda mit deinem Altar wollen? Was soll ich sagen? Manche Menschen sticht der Hafer und die Lust auf Abenteuer muss einfach befriedigt werden. Ich gehörte dazu und Wanda auch. Caretaker nicht so sehr. Aber bei dir erkenne ich es wieder, Hunter. Du hast also ihre Erkundungen unterstützt? Aber natürlich. Warum auch nicht? Was nützt uns unsere Macht, wenn wir unsere ganze Zeit in diesen Mauern verbringen? Was wäre das Schlimmste, das passieren könnte? Da bin ich auch überfragt. So, weil jetzt gerade, ich mache das einfach mal mit meiner Stimme, was der Lordi mit mir gerade im Chat eigentlich beredet, was man natürlich auf YouTube nicht sehen kann, wofür ich das Video mit aufnehme. Also theoretisch verkaufe ich meine 2080, also meine alte Grafikkarte. Ich muss halt noch gucken. Die ist zurzeit, also wo ich den Karton und alles habe. Die ist im Moment im Streaming-PC drin, weil ich gucken wollte, ob der Encoder vielleicht doch ein bisschen besser ist oder die ein bisschen mehr Leistung bringt beim Encoden im Vergleich zu der 1650, die ich damals extra nur für Encoding gekauft habe, weil der derselbe Chip drauf ist wie auf der 3000er Serie. Also der Encoder-Chip ist eigentlich vom technischen Detail her bei der 3000er Serie und bei der 2000er Serie gleich gewesen.
Die schaffen halt beide in etwa 4K 60 FPS als NV-Eng zu encoden. Alles darüber wird schon ein bisschen kritisch. Obwohl 4K 60 FPS für NV-Eng auch manchmal ein bisschen kritisch wird. Naja, wir machen die lilane Truhe eben auch. Kopfdetail episch. Nee, ich sollte schlafen gehen, ne? Gibt jetzt nichts mehr zu reden mit Leuten. So, was soll ich dazu sagen? Genau, aber das ist nicht. Deshalb kommt die auch wieder raus aus dem Streaming-PC. Ich kam halt noch nicht dazu, die aus dem Streaming-PC wieder auszubauen. Dann mache ich die in den Karton rein und dann verkaufe ich die eigentlich. Das war eigentlich die Frage.